Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Cardomania Stuttgart. Wir haben ein neues Video für euch im Bereich Technik. Und zwar haben uns wieder ein paar technische Fragen erreicht, die wir jetzt heute mit diesem Video beantworten möchten. Deswegen, es geht sofort los. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und ich würde sagen, Tim, erste Frage. Ich würde sagen, wir gehen direkt darauf ein. Und zwar war eine der häufigsten oder sehr häufig gestellte Frage auch hier auf der Strecke, warum man lange Haare zurückbinden muss. Okay, beziehungsweise keine Schals anhaben, also keine langen Sachen hinten. Ist relativ schnell erklärt, die der Sicherheit. Warum? Beim Kart sitzt praktisch hinter dem Sitz, unter dieser Abdeckung, ist die Antriebsachse. Das ist praktisch eine Starrachse und die dreht sich logischerweise, um das Kart Vortrieb oder dem Kart Vortrieb zu geben. Wenn sich lange Haare darin verfangen und sich anfangen, darauf aufzuwickeln, dann reißt euch den Kopf nach hinten, reißt euch die Haare raus, Genickbruch, sonstiges. Ja, also es ist schon vorgekommen, deswegen gibt es diese Regel, nicht hier bei uns, aber im Ausland haben wir das mal mitbekommen, dass es das schon gab. Da ist ein Schal hinten mit rein und dann geht das Ganze nicht so gut aus. Aber wir sind hier schon ganz gut abgesichert, dass das nicht passiert und wir achten auch immer drauf. Von daher braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr herkommt zum Fahren. Euch passiert nichts, wir haben da ein gutes Augenmerk drauf, aber das ist die Begründung. Genau, und was ja auch immer ein Riesendiskussionsthema ist, bei mehreren, wie ist denn das mit diesem Gasbremsentlastung? Gibt es da was? Was ist das? Okay, also das Gasbremssystem, ich versuche jetzt mal nicht so ganz tief in die Materie zu gehen und so viele Fachbegriffe zu nutzen, ich versuche es einfach bildlich mal zu erklären, okay? Bei einem Kart ist es so, das Kart hat eine sogenannte Fliehkraftkupplung. Das bedeutet, man kann nicht manuell eine Kupplung drücken, wie ihr es vielleicht aus dem Auto kennt, sondern sobald ihr Gas gebt, schließt das Kart automatisch die Kupplung. Okay? Ihr gebt Gas, sprich Motor will beschleunigen, dreht hoch und treibt damit die Kupplung an, logischerweise. Die Kupplung ist ja dann das, was am Ende schließt und die Reifen antreibt im weitesten Sinne. Ja? Bedeutet, ihr gebt Gas, Kupplung schließt. Jetzt steht ihr aber auf der Bremse, bedeutet das Kart geht nicht nach vorne. Ja, also die Räder fangen sich nicht an zu drehen. Wir nehmen jetzt mal, das hier ist der eine Teil der Kupplung, hier ist der Motor. Das hier ist der andere Teil der Kupplung, wo die Räder praktisch dran sind. Ja, so kann man sich das, denke ich, einfach vorstellen. Heißt, ihr gebt Gas, die Kupplung schließt. So, jetzt will die Kupplung losfahren oder will die Kupplung die Räder antreiben, die andere Seite hier. Jetzt steht ihr auf der Bremse, jetzt funktioniert das nicht. Bedeutet, die Kupplung rutscht durch, sagt man dazu. Und was das bewirkt ist, die nutzt sich brutal schnell ab, sie wird heiß. Und dann dauert es nicht lange, bis das Kart anfängt zu qualmen. Ja. Stinkt auch gewaltig. Stinkt also man merkt gewaltig sofort, wenn man zu viel mit Gas und Bremse fährt. Ihr kennt es auch selber, wenn ihr mal in einem Auto den Schleifpunkt zu lange haltet, irgendwann stinkt das Auto nach Kupplung. Das ist ja auch so. Heißt, es ist extrem schlecht fürs Kart. Und es ist auch nicht so einfach zu reparieren, dass wir sagen, wir können das mal mittendrin im Alltag einfach mit einbauen und austauschen. Dafür ist dieses Gasbremssystem da. Sobald ihr auf der Bremse steht, nimmt das Kart kein Gas an, ergo die Kupplung schließt nicht. Wäre das nicht da, würde jedes Mal, wenn ihr auf der Bremse steht, Gas geben, würde die durchdrehen und es würde die Kupplung einfach extrem abnutzen. Dafür hat man das. Dann war noch eine Frage und zwar, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, dass wir eine Drossel verbaut haben, aber noch, ich glaube, viele ist noch nicht ganz klar, für was wir die nutzen, wie wir die nutzen und wie die überhaupt funktioniert. Gut. Frage an MA Rostock, die wird es für dich beantworten, an den lieben Markus, Grüße gehen raus. Eine Drossel wird nicht benutzt, damit wir einzelne Karts runtersteuern können oder unterschiedlich schnell einstellen können. Diese Drossel ist wirklich nur bei uns im Einsatz, um in Gefahrensituationen reagieren zu können. Wir haben hier nicht nur Profifahrer, die hier wissen, wie das abläuft oder wie man sich zu verhalten hat. Ganz viele fahren zum ersten Mal, die bei Gelblicht dann nicht verlangsamen, bei Blau nicht überholen lassen, wobei das ist eher wieder ein anderes Thema. Aber es geht hauptsächlich um Gefahrensituationen. Einer steht quer auf der Track, kurz ins Englische gewechselt. Ja, genau. Steht quer auf der Strecke. Dann müssen wir gewährleisten, dass dem keiner mit 60 einen reinballert. Und vor allem auch uns als Mitarbeiter. Wir laufen ja auch auf die Strecke. Es ist genauso gefährlich. Das ist wahrscheinlich eher noch der Hauptgrund. Dann, wenn diese Leute nicht verlangsamen, müssen wir die Karts drosseln und das dann aber gesammelt, also nicht einzeln. Ja. Dann werden alle runtergedrosselt, damit die eben nur noch eine bestimmte Geschwindigkeit fahren können, wie es halt sicher ist. Wie funktioniert das? Das Kart, ich sage mal, dreht von 0, okay, im Stand hat es 1500 Umdrehungen, 1600 Umdrehungen bis 6000 ungefähr. Ja?
Wir können mit dieser elektronischen Drossel dem Motor vorgaukeln, dass er nur noch 2.500 Umdrehungen oder 2.000 Umdrehungen drehen kann. Bedeutet, wenn wir das Signal geben, ist keine 6.000 Umdrehungen Drehzahlband mehr möglich, sondern nur noch 2.500 oder 2. Das ist immer so ein bisschen Einstellungssache. Da gab es aber auch noch mal eine Frage, und zwar, ich glaube auch Emma Rostock hat das angesprochen, das merkt man ja dann gar nicht, wenn man den nur ein bisschen runterdrosselt. Also da können wir euch sagen, das merkt man hundertprozentig, ja, das hört man ja auch. Ja, weil wir können das nicht im 100er Bereich praktisch, also von der Drehzahl herunterdrosseln, sondern das sind fest eingestellte, einprogrammierte Stufen. Die sind auf allen Karts gleich. Die eine Stufe sind 2.500 Umdrehungen praktisch, dann haben wir noch eine Stufe für 4.000 Umdrehungen und ganz voll. Und wenn einer halt nur 4.000 Umdrehungen zum Beispiel fährt und der andere 6.000, dann merkst du das. Und das ist auch der Grund, was ihr dann immer merkt, wenn ihr im Kart sitzt, wenn ihr fahrt, und dann wir runterdrosseln auf diese Begrenzung, dann denkt das Kart, oh, ich kann ja nicht mehr drehen. Und dann fängt er so an zu stottern, weil der immer gegen diesen künstlichen Begrenzer gegenschlägt. Das sind dann auch die Fehlzündungen, weil der dann das Gas wegnimmt oder dann noch Gas eingespritzt wird, obwohl er nicht mehr weiter drehen kann. Das wird dann leer verbrannt praktisch. Und dann sind es so diese lauten Fehlzündungen. Es ist nichts Gefährliches. Viele sagen immer, oh, mein Kart macht komische Geräusche. Das ist alles normal. Also von daher, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, und es dient einfach der Sicherheit. Aber so ein bisschen zur Funktion, ist praktisch einfach etwas, was dem Motor vorgaukelt, ich kann nicht höher drehen. Nächste Frage. So, dann haben wir noch eine Frage, und zwar, wie lange hält denn so ein Tank bei uns, beziehungsweise können wir abschätzen, wie oft wir so tanken müssen? Ja, also eine Kilometeranzahl auszurechnen, wäre vielleicht möglich, aber das ist, ich würde mal schätzen, so um die 200 Kilometer, 180, je nachdem. Ihr könnt es euch so vorstellen, wir haben ab 13 Uhr am Wochenende teilweise immer Vollbuchungen, heißt immer im halben Stundentakt fahren die Dinger komplett, also die fahren den ganzen Tag durch bis 17.30 Uhr. So. Wir haben Tage, da schaffen wir das, ohne zu tanken, dass die dann auch noch darüber hinaus weiterfahren könnten, dass die noch ein Viertel oder so drin haben. Aber wenn wirklich viel Betrieb ist, dann von 13 bis 17.30 gefahren wird, haben wir es teilweise, dass die Karts komplett leer sind. Da schaffen wir es gerade noch bis zur Tankstelle. Ihr könnt es euch selber mal hochrechnen, wenn ihr es genau wissen wollt. Die Strecke hat 400 Meter. Man fährt ungefähr 35 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt pro Runde. Und das eben von 13 Uhr bis 17.30 Uhr. Könnt ihr euch mal die Zeit nehmen und dann praktisch zusammenrechnen, wie viele Kilometer das sind. Aber es sind so um die 200, würde ich mal schätzen. Ja, das ist so das, was man hier bei uns mit einer Kart Tankfüllung schafft. Okay. Und dann ist noch eine Frage, die finde ich selber auch interessant. Welches sind denn die größten Verschleißteile bei uns? Also was tauschen wir am häufigsten? Beziehungsweise, ja, wo haben wir die meisten Reparaturen zu machen? Ganz klar Rahmen. Die brechen sehr häufig. Kann man ja auch mal zeigen. Genau, richtig. Also wir haben hier ganz besondere Bruchstellen, gerade hier so vorne, weil dann eben hier angeditscht wird. Ich meine, die halten schon einiges aus, aber so ein Rahmen ist halt auch nicht für die Ewigkeit geschaffen. Gerade an diesen Schweißstellen gehen die dann mal durch. Alle zwei Wochen sind neue Räder dran, das kann man auch ganz klar sagen. Oder was heißt Räder? Reifen, ja, die sind nach zwei Wochen runter. Manchmal auch ein bisschen schneller, je nachdem, wie man damit umgeht. Ja, kommt auch ein bisschen auf die Temperatur drauf an, weil sich ja, das haben wir auch schon mal erklärt, die Halle sehr ähnlich zu den Temperaturen draußen verhält. Ist es kalt, richtig, ist es hier drin auch arschkalt. Ist es draußen heiß, ist es drin auch heiß. Ja, genau. Das stimmt, definitiv. Was wirklich am meisten gebraucht wird, sind Dichtungen. Also sämtliche, ob das jetzt Motor, irgendwelche Dichtungen sind, irgendwelche vom Öltank oder vom Getriebe. Alles, was Dichtungen betrifft, wird regelmäßig getauscht, weil sie einfach porös werden aufgrund von der Beanspruchung, die wir kriegen. Es ist ein kleines Teil, kostet nicht viel Geld, aber es ist halt immer auch Aufwand, das zu tauschen. Ja, ich glaube, da ist das günstigste, das Teil an sich, weil muss ja ein Mitarbeiter dafür quasi Zeit aufwenden, das dann auseinanderbaut, neu einbaut und so weiter. Ja, also auf jeden Fall Rahmen, Reifen und Dichtungen. Das ist das, was am meisten gemacht wird. Sonst sind so Motoren echt robust. Vom Motor her passiert wirklich nicht viel. Die halten echt einige Betriebsstunden. Wie viel, müsste ich nachfragen. Kann ich euch vielleicht mal, wenn es euch interessiert, in die Kommentare mit reinhauen oder in dem nächsten Video mit ankündigen. Ist aber, glaube ich, auch schwierig zu sagen, weil es extrem abhängig davon ist, wenn man jetzt viele Leihkunden hat, die auf einem Kart zum Beispiel fahren, die vielleicht nicht ganz so
ich sag mal, vorsichtig damit umgehen oder ob das jetzt jemand ist, der wirklich sich auskennt mit dem Rennsport und da ein bisschen mehr ein Gefühl dafür hat. Ich weiß nicht, ob es dazu zählt zur Wartung oder zum Verschleißöl, braucht ein Kart auch. Ja gut, das gehört zu den normalen Wechseln. Recht oft nachgefüllt. Genau, einfach um sicher zu gehen, dass da eine gute Schmierung für den Motor da sind, beziehungsweise für den Kolben, aber da. Vielleicht erklären wir mal den Kartmotor als einzelnes Video nochmal. Könnt ihr mal reinschreiben, ob euch sowas interessieren würde. Genau, weil wir haben immer mal auch wieder Ersatzmotoren rumliegen, die könnte man nochmal auseinandernehmen, dass ihr mal das Innere seht. Wäre vielleicht für euch auch nochmal interessant. Das können wir auch gerne mal machen. Ja, grundsätzlich, das war es jetzt mit den Fragen. Ihr dürft uns gerne auch mal reinschreiben. Wir haben ja auch schon Tipps und Tricks Videos gedreht. Welche Tipps ihr denn gerne noch sehen würdet? Also ja, was so, euch vielleicht helfen würde. Genau, was, wo ihr so Schwierigkeiten mit habt auf der Rennstrecke vielleicht, wo ihr sagt, ach, da wäre es cool, wenn man mal wüsste, wie man das vielleicht noch besser machen kann. Mhm. Gerne unten reinschreiben. Wir freuen uns drüber. Wir drehen das natürlich dann auch gerne für euch ab. Ansonsten Fragen haben wir keine mehr. Du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt ans Liken, Kommentieren und Abonnieren. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auch auf die nächsten Videos mit euch. Bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Und wir sind jetzt auch raus. Macht's gut. Ciao.